Hallo und herzlich willkommen zu Kia zu Murray. Hallo und herzlich willkommen zu Kia zu Monkey Island 4 natürlich, die Flucht von Monkey Island. Murray hat mich jetzt total aus dem Konzept gebracht hier mit seinem Zwischengelaber hier. Ja, wir wollten jetzt in die Bar rein und ich hasse es, wenn es ständig was wiederholt wird hier und ich da nichts sagen kann dazu und ja. So, schnell rein. Willkommen im Planet Threepwood. Ja, ist schon gut. Wir wissen jetzt Bescheid. So, Planet Threepwood. Wollen wir mal gucken, betrachte Gemälde berühmter Chefs. Die großen Chefköche des Drei-Inselreichs. Rostfrei, Kupfer und Blech. Noch aha, nie von denen gehört. Das hebe ich nicht auf. Okay. Was betrachte Tageskarte? Heute zu empfehlen, Schwertmeisterschmaus. Guybrushs mächtiger Piratenburger, Lobster à la LeChuck und Elaines Seetangsalat. Mächtige Piraten wie ich können nicht von Salat leben. Spezialdrinks heute, Largus Limo und Fat Fizz. Aha, interessant. Dann gehen wir mal weiter gucken. Was? Na, nicht raus. Aha. Warum ist es so blöd gemacht? Betrete Tür. Ladies and Gentlemen. Ja, Murray tut unentwegt treten. Der hört sich gern. Goldener Fischpreis. Planet Threepwood hat den goldenen Fischpreis in Jambalaya Town gewonnen. Schön. Okay. Der rote Langustepreis. Der beste und einzige Fisch. Planet Threepwood. Muss ein gutes Restaurant sein. Okay. Sonst noch was? Nö. Da hängt ein Krug da oben. Hey, betrachte Bar. Zumindest gibt es hier eine Theke. Okay. Dann wollen wir doch mal da runter gucken. Kann man da hin? Jo, können wir. Wo sind wir denn? Ach, da hinten. Ah. Betrachte Eigentum von irgendwem. Hey, auf dem Bild ist der verfluchte Ring aus dem letzten Spiel. Wie sie das wohl gekriegt haben. Und der Entenschwimmring. Aha, interessant. Kannst du es mitnehmen? Das Zeug hat mir schon genug Ärger bereitet. Ach so. Das Zeug hat mir schon genug Ärger bereitet. Okay. Was war da? Na. Ach so. Was haben wir denn da noch? Betrachte T-Shirts mit dem Planet Threepwood Logo. Da steht mein Name drauf. Genau wie bei meiner Unterwäsche. Ich habe ein Hemd. Naja, könntest du noch eins mitnehmen, falls es einmal bekleckert wird. So, was haben wir noch? An der Bar kann man ja nichts machen, ne? Ich sprich mit vergnügtem Pirat. Entschuldigen Sie? Ja, Ah, okay, er spricht mit uns. Ja, möchten Sie eine kostenlose Piratenkarikatur? Eine kostenlose Piratenkarikatur? Was? Eine kostenlose Piratenkarikatur? Ja, damit werben wir für die trottelige und säbelrasselnde Atmosphäre im Planet Threepwood. Die Leute von Ozymandrel Enterprises haben mich, Christopher Kilometer, damit beauftragt, kostenlose Piratenkarikaturen unserer Gäste anzufertigen. Möchten Sie eine? Sicher, warum nicht? Sicher, warum nicht? Wunderbar. Momentchen. Wissen Sie, was ich an Piraten so mag? Sie sind so aktiv und gesund. Das kommt vom vielen Fechten und Segeln. Und von der frischen Luft. Aha. Das ist Ihre Lieblingspiratenbeschäftigung. Ich liebe den Klang guter Schwertkämpfe. Ich liebe den Geruch von Schießpulver im Morgengrauen. Ein verborgenen Schatz heben. Ja. Wenn Sie mich fragen, gibt es nichts Schöneres, als einen verborgenen Schatz zu heben. Allerdings sollten Sie dabei immer darauf achten, dass Sie die Truhe aus der Hocke herausheben. Alles andere ist schlecht für den Rücken. Wissen Sie, was ich an den Piraten noch mag? Ihre verschrobene, völlig idiotische Ausrüstung. Holzbeine, Augenklappen, Papageienhaken. Sie sind einfach so seltsam. Und was ist Ihr Lieblingspiratenaccessoire? Ja gut, ich finde Holzbeine sehen wirklich witzig aus. Ich kenne keinen Piraten, der nicht stolz auf seine Augenklappe ist.
Es gibt nichts Männliches als ein Pirat mit einem Papagei auf der Schulter. Ja, aber auch nichts Nervigeres. Okay, Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Ja, wenn dann wirklich hier Holzbeine. Ich finde, Holzbeine sehen wirklich witzig aus. Wenn man bedenkt, dass die Beine entweder von Haien abgenagt wurden oder einfach abgefault sind, finde ich die Vorstellung allerdings weniger lustig. Wissen Sie, was ich an Piraten nicht verstehe? Ich ahne Schreckliches. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Sie können doch nicht Ihr ganzes Leben kämpfen, die Welt umsegeln und Beute abschleppen. Oder doch? Ich glaube nicht. Natürlich nicht. Also, was glauben Sie, machen Piraten in ihrer Freizeit? Ja, ich nehme an den meisten machen den Kamin. Aha. Weswegen ich mir Hausarbeit. Im Internet. Ja. Mit einem guten Buch. Ja, doch, vielleicht. Ich nehme an, die meisten von Ihnen machen es sich mit einem guten Buch vor dem Kamin bequem. Zugegeben, normalerweise werfen Sie das Buch ins Feuer, aber trotzdem. Bücher. Ja. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Fertig. Das ist für Sie, Sir. Okay. Danke. Danke für Ihre Unterstützung. Genießen Sie Ihren Aufenthalt auf der glücklichsten Insel der Welt. Danke. Okay, verwende Er ließ Karikatur. mich dämlich und wie ein Comic-Idiot aussehen. Mit einem Schatz und einem Holzbein lese ich am Feuer ein gutes Buch. Naja, ich weiß nicht schon, was wir brauchen, ob das nur ein Spaß ist, aber ich kann mich nämlich so nicht mehr ganz an die Karikatur erinnern. So, und jetzt gucken wir mal weiter. Gibt es jetzt sonst. Was? Betrachte Murrays Arm, wie ist der hergekommen? Ob Mary wohl weiß, dass sein Arm hier ausgestellt wird? Ich komme nicht heran. Warum nicht? Ich komme nicht heran. Warum nicht? Sonst noch irgendwas? Außer dem vergnügten Pirat und was? Was? Was war das? Betrachte Lukas Arzttasse? Lukas Arzt hat seine Finger hier wohl in allem drin. Ja. Ich komme nicht heran. Schade. So, mal weiter gucken. Betrachte Guybrushs alte Kleider. Oh mein Gott, jemand hat mir die Original-Piratenkleidung aus dem Schrank geklaut. Kannst du die mitnehmen? Hey, nichts anfassen! Mimi. Wollte doch noch mal gucken, ob die wirklich echt ist. So, gucken wir mal hier. Was? Geheimes Schild? Ich frage mich, was das Geheimnis ist. Ah, wen interessiert's? Okay, was haben wir denn da drüben noch? Ach, das ist der nette Herr wieder hier. So, betrachte Keiner Empfangsschalter. da. Wenn ein Kunde versucht zu gehen, kommt bestimmt jemand. Betrachte Statue von Elaine. Oh Mann, Elaine kippt aus den Piratenschüchen, wenn sie das sieht. Sie sieht fett aus. Oh. Was? Da war doch. Ach, betrachte Eigentum von Elaine Marley. Wo haben die es her? Sieht aus, als hätten sie ein paar von Elaines Sachen in die Finger bekommen. Handschuh, Musikbox, Plastikeistüte. Elaine kriegt einen Anfall, wenn sie das herausfindet. Kannst du mitnehmen? Hey, nichts anfassen! Ja, Mimimi, ist schon recht. Sprich mit Tourist. Verzeihung. Was denn? Für einen Piraten sehen Sie etwas dämlich aus, finden Sie nicht? Für einen Piraten sehen Sie etwas dämlich aus, finden Sie nicht? Hohoho, bei Gott, ein Pirat? Ich doch nicht. Piraten sind einfach cool. Ich bin ein Zoohändler auf Urlaub, verstehen Sie? Ah, so. Haben Sie keine Angst davor, einen echten Piraten zu begegnen? Haben Sie keine Angst davor, echten Piraten zu begegnen? Oh, nein! Jedes Kind weiß doch, dass Ozymandias die Insel von den wirklich gefährlichen Piraten befreit hat. Dank ihm kann ich hier meiner Leidenschaft für Piratensouvenirs nachgehen, ohne dass ich mich mit echten Piraten herumschlagen muss.
Ja, und was würde ich sagen, was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen erzähle, dass vor Ihnen einer dieser echten Piraten steht? Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen erzähle, dass vor Ihnen einer dieser echten Piraten steht? Verschwinde sofort von hier! Echte Piraten haben Narben, Papageien, Holzbeine und diesen ganzen Kram. Sie sehen eher aus wie einer dieser Schmierenkomödianten, die Mandrill zur Unterhaltung der Touristen angeheuert hat. Ach ja, aber ich bin ein echter Pirat, ich bin Guybrush Threepwood. Aber ich bin ein echter Pirat. Ich bin Guybrush Threepwood. Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Der echte Guybrush Threepwood ist über 2 Meter groß, trägt einen Hut, der vom Blut seiner Feinde getränkt ist, und auf seiner Schulter sitzt der Geist seines Lieblingspapageis. Genau hier. Mann, ich bin furchterregender, als ich dachte. Was haben die nur ein Bild von mir? Also, ich suche nach den Teilen der ultimativen Beleidigung. Ich suche nach den Teilen der ultimativen Beleidigung. Ist das eines der Souvenirs, die im Planet Threepwood verteilt werden? Nein, ein schrecklicher Voodoo-Talisman mit unbeschreiblich verheerender Macht. Ich muss verhindern, dass er in die Hände eines untoten dämonischen Piraten fällt. Oh Mann, er hat einen Auftrag. Das erinnert mich an meine Piratenrollenspiele. Wie sieht diese ultimative Beleidigung aus? Ja. Ein Teil sieht aus wie ein goldener Mann, ein Teil sieht aus wie ein Piratenbruder aus Bronze. Ein Teil sieht aus wie ein silberner Affenkopf. Ein Teil sieht wie ein silberner Affenkopf aus. Ein silberner Affenkopf, was? Oh, das könnte doch der silberne Affenkrug sein, den Sie im Planet Threepwood zu besonderen Anlässen verwenden. Okay. Sie glauben also, dass der silberne Affenkrug einer der Teile ist? Sie glauben also, dass der silberne Affenkrug einer der Teile ist? Ich verwette die Hälfte meiner Trefferpunkte. Ja. Okay. Ein Teil sieht aus wie ein Piratenhut aus Bronze. Ein Teil sieht aus wie ein Piratenhut aus Bronze. Tut mir leid, ich schätze, ich habe nicht genügend Erfahrungspunkte, um Ihnen zu helfen. Okay. Und ein Teil sieht aus wie ein goldener Mann. Ein Teil sieht aus wie ein goldener Mann. Ah, das könnte meine C3PO-Actionfigur zu Hause in Oshkosh sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Also gut, ich finde, wir haben uns lang genug über die ultimative Beleidigung unterhalten. Ich finde, wir haben uns lange genug über die ultimative Beleidigung unterhalten. Soll mir recht sein. Ja, also gut, ich muss dann mal los, ne? Ich muss dann los. Und tschüss. Ciao. So, und jetzt können wir vielleicht was bestellen oder wie schaut's aus? Sprich mit Bedienung. Verzeihung? Hi, ich bin Elaine. Ich bin heute Nachmittag Ihre Kellnerin. Darf ich Ihnen unsere Spezialität des Tages empfehlen? Ja, du bist sehr lustlos und so weiter. Ich kann es gar nicht erwarten. Ich kann es gar nicht erwarten. Wir nennen es Stand Salami Soufflé für den kleinen Geldbeutel. Eine mit 3 Käsesorten überbackene Salami-Schinken-Truthahn-Paste auf einem gerösteten Roggenbrötchen. Ist ja witzig. Genau das haben bisher alle Gäste gesagt. Was ist das eigentlich hier für ein Laden? Was ist das hier eigentlich für ein Laden? Das Planet Threepwood ist ein Restaurant, das sich der Sammlung von Ausstellungsstücken des berühmtesten Piraten des Drei-Inselreichs widmet. Guybrush Threepwood. Ah, das erklärt, warum ich das Gefühl habe, dass sich hier jemand höllisch über mich ausgekotzt hat. Ich verstehe nicht. Ja, ich bin nämlich Guybrush Threepwood und ich bin von diesem Laden alles andere als begeistert. Ich bin Guybrush Threepwood und ich bin von diesem Laden alles andere als begeistert. Ein guter Witz, Sir. Was? Jedes Kind weiß, dass Guybrush Threepwood 2,20 Meter groß ist, eine Narbe über dem linken Auge und einen großen schwarzen Papagei auf seiner Schulter hat. Nein, wirklich, ich kann es beweisen. Fragen Sie mich etwas, das nur der echte Guybrush Threepwood wissen kann. Okay, wie heißen Ihre Eltern? Ja, keine Ahnung. George und Crazy. George und Gracie? Ha, jedes Kind weiß, dass sie Harry und Carrie hießen. Ist mir neu. Dann sind sie vermutlich nicht wirklich Guybrush Threepwood. Ich schätze, nein. Okay. Ja, und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Habe ich mich da vorhin verhört? Ah, und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin Elaine Marley, die Piratenbraut von Mystery Island. Hey, Kleine, mach mir die Elaine. Was? Nichts. Und von wem stammt diese brillante Idee überhaupt? Und von wem stammt diese brillante Idee? Das Planet Threepwood ist ein Tochterunternehmen der Ossie Mandrill Enterprises. Das hätte ich mir denken können.
Ja, okay. Ich suche die ultimative Beleidigung. Ich suche die ultimative Beleidigung. Nie davon gehört. Steht sie auf der Tageskarte? Ich glaube nicht. Wenn sie nicht auf der Karte steht, haben wir sie auch nicht. Okay, schade. Ja, ich würde dann gerne bestellen. Ich würde dann gerne bestellen. Was soll's denn sein? Schwertmesserschmaus, geil, was spricht der Burger klingt gut, ich Lobster Alichaka. Ach, Schwertmeisterschmaus. Ich hätte gern den Schwertmeisterschmaus. Mutig. Und zu trinken? Ein Lagus Limi bitte, ein Fett Fitz bitte, ein kleines Wasser bitte. Nehmen wir mal den Fett Fitz. Einen Fat Fizz, bitte. Eine beliebte Wahl, Sir. Und wie möchten Sie bezahlen? Wieso sollte ich bezahlen? Wenn es mich nicht gäbe, würde dieser Schuppen nicht existieren. Ich wollte eigentlich einen Hut umreichen. Ja. Wieso sollte ich bezahlen? Wenn es mich nicht gäbe, würde dieser Schuppen nicht existieren. Dieser Schuppen würde nicht existieren, wenn es Ozzie Mandrill nicht gäbe, Sir. Und Sie sehen nicht aus wie Mr. Mandrill. Und bitte rufen Sie mich erst wieder, wenn Sie wissen, wie Sie Ihr Menü bezahlen möchten. Na gut. Also brauchen wir da noch irgendwas zum Bezahlen, das wir noch nicht haben. Dann gehen wir halt wieder raus hier. So, hier. Und zack, und jetzt legt er wieder Murray los, wie ein Wilder. So. Gut, was haben wir denn Wo hier? gehen echte Piraten, wenn sie Betrachte ein Leben Statue. Was für eine lustige Statue. Verlieren, Sieht aus, als hätte ihr eine jemand ein Brecheisen vernünftige übergezogen. Sprich, nee, betrachte Platte. Tiny Lafitte. Cuius Preda est. Mist. Noch mehr Latein. Warum habe ich das Buch Latein für Dummies nicht gekauft? Tja, ich kann leider auch kein Latein. Sprich mit Tourist. Verzeihung. Ja? Was für ein Pirat sind denn Was die, für ein Pirat sie? sind Sie denn? Ein Pirat? What? Gott behüte, altes Haus. Ich bin nur ein einfacher Tourist. Ah ja. Sie sind ziemlich tapfer für einen Touristen, wollte ich nur mal so sagen. Sie sind ziemlich tapfer für einen Touristen. Die meisten Touristen meiden Pirateninseln. Normalerweise würde ich Ihnen recht geben. Früher habe ich Inseln wie Jambalaya aufgrund ihres Piratenproblems ebenfalls gemieden. Aber mein Fremdenführer hat mir versichert, dass auf Jambalaya alle unerwünschten piratischen Elemente vertrieben wurden. Stimmt nicht ganz, jetzt bin ich ja da. Und wenn ich Ihnen verrate, dass ich eines dieser unerwünschten Elemente bin? Und wenn ich Ihnen verrate, dass ich eines dieser unerwünschten Elemente bin? Sie? Seien Sie nicht so hart zu sich. Sie mögen etwas streng riechen und Ihre Manieren ließen sich bestimmt verbessern. Aber Sie sind längst nicht so gemein wie diese plündernden Barbaren, die über diese Insel hergefallen sind. Ich nehme das als Beleidigung. Ja, nee, nein, wirklich, ich bin ein Grogtrinkender, säbelschwingender Schurke, ganz ehrlich. Nein, wirklich, ich bin ein grogtrinkender, säbelschwingender Schurke. Ehrlich. Wie Sie wünschen, alter Junge. Naja, gut, er glaubt's nicht. Das ist eine großartige Kombination. Das ist eine großartige Kombination. Nicht wahr? Meine Frau hat es für mich ausgesucht. Sieht aus, als wäre in ihrer Hand eine Kanonenkugel explodiert. Ja, wissen Sie, wo ich die Teile für die ultimative Beleidigung finde? Wissen Sie, wo ich die Teile für die ultimative Beleidigung finde? Ist das ein Fruchtcocktail im Planet Threepwood? Nein, ein unbeschreiblich gefährlicher Voodoo-Talisman, der Seelen vernichtet. Die Teile sollen irgendwo auf Jambalaya Island versteckt sein. Oh, eine Schatzsuche. Wie aufregend. Jo. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Was sind das für Teile? Ein Teil ist ein goldener Mann. Ein Teil ist ein goldener Mann. Tut mir leid, das sagt mir nichts. Ja, und ein Teil ist ein bronzener Piratenhut. Ein Teil ist ein bronzener Piratenhut. Ein Piratenhut aus Bronze? Oh, das ist interessant. Warum? Sehen Sie sich die Statue mal genauer an. Da fehlt der Hut. Also glauben Sie wirklich, der Bronzehut, den ich suche, könnte zu dieser Statue gehören? Glauben Sie wirklich, der Bronzehut, den ich suche, könnte zu dieser Statue gehören? Tja, das würde ich sagen. Okay, ja, wo ist er jetzt? In der silberne Affenkopf? Ein Teil ist ein silberner Affenkopf. Ein silberner Affenkopf? Da muss ich leider passen. Okay. Ich habe keine Lust mehr, mir über diese ultimative Beleidigung zu unterhalten. Ich habe keine Lust mehr, mich über die ultimative Beleidigung zu unterhalten. Auch gut. Ja. Gut.
Was tun Sie eigentlich da? Was tun Sie da? Ich bewundere diese großartige Statue des berühmtesten Piraten von Jambalaya Island, Tiny Lafitte. Okay. Wieso ist denn Tiny so berühmt? Wieso ist Tiny so berühmt? Er war der edle Pirat von Jambalaya. Er bestahl die Bösen und gab es den Guten. Und er sagte immer Bitte und Danke. Aha. Mal, Tiny ist das Symbol des neuen, unbedrohlichen Jambalaya Island. Dann war es aber kein Pirat. Gab es diesen Tiny Lafitte wirklich? Oder ist der Kerl der Traum irgendeiner Marketingabteilung? Gab es diesen Tiny Lafitte wirklich? Oder ist der Kerl der Traum irgendeiner Marketingabteilung? Oh, er hat wirklich gelebt. Angeblich leben seine Söhne drüben auf dem Natten-Atoll. Aha. Und was ist denn mit dem Kopf da passiert von der Statue? Da fehlt doch irgendwas, oder? Oder soll es eine Krone darstellen? Was ist mit dem Kopf der Statue passiert? Sieht aus, als hätte jemand Tiny eine neue Frisur verpasst. Ich bin nicht sicher. Es gibt Gerüchte, dass einige pöbelnde Piraten vom Natten-Atoll den Hut der Statue geklaut haben. Aber das glaube ich nicht. Die Jungs dürfen normalerweise nicht mal auf Jambalaya landen. Ach so. Naja gut. Dann möchte ich auch nicht mehr über Tiny sprechen. Ich möchte nicht mehr über Tiny sprechen. Gut. Jo. Sie können Ihre Augen gar nicht von der Statue abwenden, was? Sie können Ihre Augen gar nicht von der Statue abwenden, was? Stimmt. Sie ist wirklich fantastisch. Okay. Ja, aber ich möchte trotzdem nicht mehr darüber sprechen. Ich möchte nicht mehr über Tiny sprechen. So. Also, ich störe ja nur ungern. Ich störe ja nur ungern. Kein Problem, alter schwere Nöter. Ah ja. Okay, so verabschiedet man sich. Ja, und ich werde mich jetzt auch wieder verabschieden. Hier ist leider wieder Aufnahmestopp. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.